Das ist ganz bunt, es brodelt überall, es wuselt. Also die Kinder sind da, die haben mächtig Spaß. Ich bin Alois Held, der Bürgermeister der Stadt Tannhausen. Wir sind jetzt hier im Süden unserer Stadt und dort haben wir uns jetzt eine neue Pumptrackanlage geleistet. Was mir am besten gefällt, hinten ist so eine Sektion 90-Grad-Kurve, 90-Grad-Kurve, wieder 90-Grad und man versetzt echt permanent. Super Fahrspaß. Wir wollten dieses Gelände etwas neuer gestalten. Wir wollten wieder was bauen, für unsere Jugendlichen was tun. Wir haben dann die Jugendlichen in den Schulen gefragt, da gab es dann so Fragebögen und irgendwie kamen wir dann auf Pumptrack und nach ein paar Telefonaten mit Bürgermeisterkollegen, die ebenfalls in ihrer Gemeinde eine Pumptrackanlage haben, war dann ziemlich schnell klar, auch mit der Beratung im Familienbeirat der Stadt, dass wir eine Pumptrackanlage haben wollen. Das Besondere hier auch ist, dass wir nicht nur den großen Pumptrack gebaut haben, den man hier im Hintergrund sehen kann, sondern dass wir auch für die kleinen Kinder einen kleinen Kids-Pumptrack geschaffen haben, der ein paar Meter weg ist, aber auch in Sichtweite und auch die kleinen Kinder ganz viel Spaß haben können, wenn man nur mit dem Laufrad da ist. Mit Radquartier hat es auch wunderbar funktioniert, kann man sich nur so wünschen. Jetzt haben wir, glaube ich, 470.000 Euro grob ausgegeben und haben aber auch noch Leader-Fördermittel bekommen. Und der Erfolg heute auch gibt uns recht, dass es die richtige Entscheidung war. Der Pumptrack ist richtig abwechslungsreich, gerade dadurch, dass es viele Anlieger in beide Richtungen gibt. Ist der Platz perfekt genutzt, waren mega viele Kids da und es ist auch immer schön zu sehen, dass wirklich jede Könnstufe und auch jedes Alter hier Spaß hat und zusammen fahren kann. Kommt mal vorbei nach Tannhausen, wenn ihr hier aus der Gegend kommt. Radquartier hat einen geilen Pumptrack gebaut. Bis bald. Peace.